will jetzt schnell, bevor sie mich kriegen. Ihr kriegt mich niemals lebendig. Oh, das lässt sich einrichten. Verschwindet endlich! Ah, nein! Hilfe! Wie ironisch. Ein Redstone-Engineer stirbt durch eine Redstone-Falle. Leute, wir haben ihn! Oh Mann, das sieht nicht gut aus. Wann habt ihr ihn gefunden? Vor ein paar Minuten. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Redstone-Engineer. Hast du eine Idee, wen wir nehmen könnten? Ja. Ja, das habe ich. So, das sollte fürs Erste reichen. Jetzt noch im Postkasten nach den Briefen schauen und noch einen gemütlichen Kaffee bei Sam trinken. Na, wie geht's euch so, hm? Gut? Okay, ich muss los. Dann wollen wir doch mal nach der Post sehen. Komisch, scheint, als hätte ich nur einen Brief im Briefkasten. Ich werde ihn bei Sam lesen. Also, dann wollen wir mal. Sehr geehrter Herr J.D.Top. Wir wollen ohne große Umschweife zur Sache kommen. Uns wurde von Ihren großartigen Redstone-Fähigkeiten berichtet. Daher möchten wir Ihnen anbieten, bei uns als Redstone-Engineer zu arbeiten. Falls Sie Interesse haben, kommen Sie doch jederzeit zum westlichen Strand der Pferdeinsel, in der Nähe von Vulcano Island zum Fort Fox. Wir erwarten Sie. Fort Fox? Nie davon gehört. Sam, hast du eine Ahnung, was Fort Fox ist? Was hast du gesagt? Ich hab dich nicht verstanden. Ob du eine Ahnung hast, was Fort Fox ist? Ja klar, das ist das Fort, das uns vor Schmugglern und Banditen beschützt. Hast du eine Ahnung, wie ich da hinkomme? Also, du musst am Waldviertel vorbei in Richtung Redstone Island. Wahrhaftig. Pferdeinsel. So, das hätten wir. Und dann muss das Fort Fox sein. Dann wollen wir doch mal den Typen suchen, der mir den Brief geschrieben hat. Ah, ja, D-Top. Wie schön, dass Sie kommen konnten. Freut mich auch. Sie haben mir einen Job angeboten. Was kann ich für Sie tun? Kommen Sie am besten mal mit rein. Dann erzähle ich Ihnen alles. So, Hannibal, du wartest hier. So, das wäre dann auch schon alles, Frau Meddes. Wie wäre es, wenn wir uns jetzt das Gelände anschauen und ich Ihnen Ihren Arbeitsplatz zeigen kann? In Ordnung. Eine Frage hätte ich da aber noch. Was ist mit dem letzten Redstone-Engineer passiert? Tja, wie Sie wissen, verteidigen wir dieses Land für Schmugglern und Banditen. Die haben ihn wohl aufgelauert und ihn umgebracht. Sicher wissen wir es nicht. Aber am besten schauen wir uns jetzt erstmal das Gelände an. In Ordnung. Gehen Sie voran. Na dann folgen Sie mir mal. Allgemein zum Fort Fox. Wie du sicherlich schon weißt, verteidigen wir die Inselgruppe Eldaria vor Banditen und Plünderern. Um diese enorme Aufgabe zu bewältigen, sind wir ausgerüstet mit den neuesten Waffen. Darunter eine TNT-Kanone, etliche Pfeilwerfer und ein paar Feuerballkanonen. Ihr habt eine TNT-Kanone. Krass.
Zudem haben sich etliche verschiedene Händler dazu bereit erklärt, uns ihre Waren zu verkaufen, für die sie natürlich gut genug bezahlt werden. Außerdem besitzt das Fort noch ein Lager und Arbeitsraum für den Engineer, also euch. Aber genug zu dem Fort und seinen Geheimnissen, widmen wir uns dem Wohnsitz des Engineers. Das Haus des Engineers besteht aus 3 Etagen und einem 2-stöckigen Keller. Im Erdgeschoss befindet sich der Ess- und Gemeinschaftsraum. Im 1. Stock befindet sich eine kleine Küche, die auch als Bar benutzt werden kann. Im Zimmer rechts daneben befindet sich eine kleine Bibliothek, in der sich alles zum Thema Redstone und solche Sachen finden können. Wenn Sie der Leiter nach oben folgen, gelangen Sie in Ihren Schlaf- oder Wohnbereich, welcher ein kleines Kistenlager, eine kleine Garderobe und einen abgeschotteten Bereich zum Entspannen umfasst. Wenn Sie durch die Tür zu Ihrer Linken gehen, gelangen Sie in Ihren Schlafbereich. Hier finden Sie verschiedene Rüstungen und Waffen, außerdem befinden sich hier ein Bett und ein kleines Bad. Kommen wir zum 2-stöckigen Keller. Die 1. Etage des Kellers umfasst ein ein- und ausschaltbares Portal und ein riesiges Kistenlager mit allerhand nützlicher Dinge. Wenn Sie der Treppe nach unten folgen, gelangen Sie zum Weltenmanager, welchen Sie sicherlich bereits kennen. Durch ihn gelangen Sie in verschiedene Welten, welche Ihnen bestimmt einmal nützlich sein werden. Nachdem wir uns das Haus genauer angesehen haben, begeben wir uns in den Hinterhof. Hier liegt ein kleiner Stall mit ein paar Tieren und einem Lager. Daneben liegt eine kleine Feldanlage mit dazu passendem Kornlager. Kommen wir nun zum letzten Teil unserer kleinen Führung, der Mine hinter diesem kleinen Wasserfall hier. Die Mine besteht aus einem großen Raum, von dem mehrere Gänge wegführen. Jeder dieser Wege führt in ein großes Minensystem, welches darunter liegt. Krasse Sache, hey. So, JT-Top, ich möchte nicht länger Ihre Zeit in Anspruch nehmen. Allerdings bitte ich Sie, bei der Unfallstelle des letzten Engineers vorbeizuschauen, falls Sie Zeit haben. Natürlich werde ich das tun. Guten Abend. Guten Abend.